So, die Messe Boot in Düsseldorf hat vor ein paar Tagen erst ihre Tore geschlossen. Auch wir waren vor Ort, haben ausgestellt. In der Halle 13 waren wir, 9 Tage Vollgas. Hat aber unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch an dieser Stelle an all diejenigen, die vor Ort waren und uns besucht haben. Und ich mache es immer so, dass ich den einen oder anderen Tag nutze, bevor die Messe quasi öffnet, die eine oder andere Stunde, bin ich dann immer in den Hallen unterwegs und schaue mich mal so ein bisschen um, was es sonst noch so zu sehen gibt, weil während der Messezeiten haben wir ja kaum die Möglichkeit, unseren Stand zu verlassen. Und am meisten interessieren mich dann natürlich die Werften, weil ich will ja wissen, was gibt es für neue Schiffe, was haben die Werften so zu bieten, was gibt es für Neuerungen. Ja, und da habe ich mir das ein oder andere Schiff so angeschaut, war natürlich mit meiner Kamera bewaffnet, habe es mir dann auch professionell mal präsentieren lassen. Unter anderem war ich auch auf der Weltneuheit von Bavaria, auf der C42. Über dieses Schiff ist ja schon viel gesprochen worden und ich wollte mir einfach mal anschauen, was es denn wirklich zu bieten hat. Ja, und wenn ihr mit mir den Rundgang durch dieses Schiff mal machen wollt und euch auch mal anhören wollt, was dieses Schiff so zu bieten hat, dann bleibt dran und dann laufen wir jetzt gleich durch die Bavaria C42. Klaus, servus. Hallo, mit servus. Grüß dich. Ja, wir sind mal wieder auf der Messe in Düsseldorf am Stand von Bavaria und ja, heute auf das Schiff freue ich mich sehr. Ich war tatsächlich noch gar nicht drauf, obwohl wir jetzt schon das zweite Wochenende haben, war wegen viel los. Und zwar auf der, ja sag du es mir, auf der neuen 42er. Auf der neuen C42 und macht nichts, dass du ein bisschen später dran bist. Du hättest vorher keinen Platz gehabt, weil sie haben uns wirklich gestürmt, weil das Schiff erregt wirklich irrsinnige Aufmerksamkeit. Und ein Wahnsinn, ja, was da Leute haben. Weltpremiere jetzt, ne? Es ist Weltpremiere, sie wird das erste Mal vorgestellt, ja, überhaupt und geht jetzt dann raus in den Verkauf bei den diversen Händlern. Cool. Bevor wir jetzt so in die Details gehen, wir gehen gleich mal in das Schiff rein. Sagen wir doch mal vielleicht ganz grob, ist das was, ich meine Weltpremiere, sagst du, oh, was ist denn das Neue dran? Oder gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, das ist allgemein neu an dem Schiff oder was jetzt wirklich so bemerkenswert ist? Es ist alles neu bei Bavaria. Es ist wirklich ein extrem innovativer Rumpf. Okay. Du wirst das sehen, Bavaria baut erstmalig Giants und es gibt den Bavaria V-Bug oder V-Bo von Bavaria, wie man sagt, und ihr werdet sehen, was der bringt. Okay. Er bringt irrsinnig viel Platz. Was ist das vom Unterschied her? Vom V-Bo, man packt mehr Volumen rein ins Schiff und dadurch wird die Wasserlinie länger und dadurch steigert die Segeleigenschaften und auch die Sicherheit im Schiff. Wird der Rumpf quasi höher? Oder? Nein, der Rumpf wird nicht höher, der Rumpf ist breiter. Das ist eine Entwicklung, was aus dem Racing-Bereich kommt, wenn man denkt an die Mini-Transat. Man sieht dann vorne, wenn wir vorne am Bug sind. Okay. Und er ist wesentlich gedrungener, sagen wir es mal so. Also schon auch rund, segeltechnisch eine Innovation aus der Auch Ansicht. Segeltechnisch eine Innovation. Und da bin ich sehr gespannt jetzt. Und das kombiniert, man sieht es dann später mit den Giants auf der Seite, ja, wirkt sich dann natürlich massiv aus in Innenausbau. Ja. Und auch natürlich in der Segelperformance. Schauen wir uns an. So. Klassisch Bavaria, eine Bodyplattform. Und man merkt schon, das Cockpit ist wirklich breit. Ist echt breiter, ne? Es ist breit, 4,29 Meter. Das ist extrem breit. Gewinnt man durch die Giants. Das schauen wir uns dann von der Seite an. Ja. Dadurch, dass das Boot einen Knick hat, eine schmale Wasserlinie hat, oben dann im Prinzip auseinander geht durch die Giants, gewinnt man natürlich extrem viel Platz im Heckbereich. Es gibt dann natürlich dementsprechend viel Stauraum. Es gibt dann, wie immer, da unter die Steuermannsitze Wachskisten, okay, mit wirklich einem tiefen Stauraum. Da ist wirklich massigst Volumen drinnen. Was auch gedacht wurde, was selten ist im Yachtbereich, es wurde auch an die Servicetechniker gedacht. Die Zugänge für Autopilot, Notruderbinde, ist alles einfach vom Außen zugänglich. Das heißt, nicht mehr klettern. Nicht mehr durch die Achterkabine im Endeffekt, was ein Serviceteam die Arbeit erleichtert. Und natürlich auch Platz wieder gewinnt in der Achterkabine, sehen wir dann auch später den Platz, weil das natürlich jetzt nach hinten raus gebaut ist. Sonst ist die Yacht in einem bekannten Layout. Wir haben aber für Schiffe in der Größe auch ein Novum, ist normal, ist selten, das L-Cockpit.
Wir haben in so Stimmt, ja. die Bänke wie in Form von L. Ja. Das findet man normalerweise nur auf größeren Schiffen, ja. selten auf Schiffe um die 40 ja. Fuß. Was auch noch erwähnenswert ist bei diesem Cockpit, ist das. Wir haben im Prinzip vorn zwei Deckswinschen, ja. zwei Winschen hinten und optional ist es Möglichkeit, hinten nochmal ein Winschenpaar raufzugeben. Okay. Zusätzlich ja, auch. Und zwar, das ist dann bevorzugt, wenn man das Schiff praktisch einhand oder mit sehr kleiner ja. Crew segelt. Man kann dann vom Steuerstand bequem aus alle wichtigen Manöver und das Segel ja, durchführen und man hat alles an einem Platz. Das ist auch super, ja. Super bequem hier, ne? Ja, man hat, wie gesagt, das ist jetzt mit dementsprechend Polsterung, nicht? Nicht ein zum Segeln, ja. nicht? Also ist wirklich sehr bequem. Und es passt da die Länge. Nicht? Selbst wenn ich da jetzt bequem sitze, passt es ja. zum Fahren. Stark. Ja. Ja, super. Also es wurde da wirklich an alles gedacht. Dann gehen wir mal nach vorne. Schauen wir ne? zum Bug nach vorne. Bin ich mal gespannt. Ich gehe dir gleich mal hinterher. Okay. Und da merkst du jetzt die Breite von diesem Bavaria V-Bau. Ist ein sehr breiter Bug vorne, sehr flach gehalten, geht vorn über in einen Bugsprit. Der Bugsprit entspricht derzeit dem Trend. Man kann da Coziros, Genaker fahren, sodass das Schiff mehr Performance auf Halbwind und auf Raumschottkursen hat. Das Ganze geht über oder durch die Breite dieses Bavaria V-Bau in einen Ankerkasten. Und jetzt, wenn du herschaust, das Besondere ist, wir haben einen Segellastraum. Das ist bei der Größe nicht normal, ne? Normal, nicht normal, nein. Und man kann stauen drinnen, die Beisegel, Fender, egal was ist. Zum Verstauen gibt es immer genug auf Schiffen. Also jeder Platz ist normal willkommen. Ist aber wow. normalerweise nicht üblich, so etwas auf Yachten dieser Größenordnung zu haben. Wenn du dich jetzt umdrehst, siehst du die standardmäßig selbstwende Fock. Es ist aber auch möglich, wenn man mehr Performance gerne hätte, ein normales Vorsegel zu fahren. Für das gibt es da die optionalen Hollepunktschienen. Und das heißt, die Hollepunktschienen kann ich mir als eigene einfach optional dazu ja, bestellen. Genau. Ne? Und dadurch habe ich natürlich einiges mehr an Performance. Ja, du hast dann ca. 106% Fock bis 109% geht und dadurch bringst du am Wind noch Klar. mehr Speed und Druck ja. in Schiff rein. Wahnsinn. Schön, das gefällt mir. Du hast auch hier einfach mehr Platz. Also für ja. eine 40-Fuß-Yacht, das bist du, wenn du hier drauf stehst, hast du wirklich das Gefühl, du bist auf einem ja, viel größeren Schiff. Ja. Und wie gesagt, was du vorher schon angesprochen hast, du siehst, das Laufdeck ist wirklich breit. Ja, Wahnsinn. Und diese Breite gibt natürlich Sicherheit. Und da nochmal der Sylrand, der im Prinzip, wenn man sich bewegt, im Seegang zum Abstützen Sicherheit angibt. Stimmt, ja. Ja, stimmt. Das war auch nicht immer so, ne? Nein, das war nicht immer so. Ja. Das ist richtig. Ja, cool. Ja, dann ja, lauf mal rein, oder? Das wäre außen alles. Schauen wir rein. Ja, super. Schauen wir uns das innen an. Und schön hell. Da merkst du das, den Breite, Raumgewinn, die Breite. Ja. Wie gesagt, wir haben dadurch der Yacht, das Yachtdesignbüro Casutti aus Italien, also hat die Yacht einen italienischen Flair gekriegt, Style gekriegt. Das merkt man, das es hat sich einiges aus, verändert. Denn, ja. Es schaut anders aus, oft wie viele von ihren Bavarias gewohnt sind. Aber es sind die wichtigen Dinge bei Bavaria, die Qualität, was Bavaria in den Innenausbau Wert legt, ja. weiter erhalten blieb. Das sieht man da an die Vollholzleisten. Das ist das also in der Klasse überhaupt ja normalerweise an die, auch nicht. Ja, exponierten Stellen. Man sieht es oft auch nicht mehr oder gibt kaum alle Schabklappen, alle mit Umleimer. Also es ist wirklich, Stimmt. Bavaria legt wirklich Wert auf Qualität, so für das Bavaria im Holzausbau immer gestanden ist. Jetzt halt gebahrt, zusätzlich noch mit modernen Yachtdesign. Es gibt es in verschiedenen Holzarten. Das ist jetzt Eiche gekalkt. Das ist derzeit trendig und sehr modern. Hell und so. Hell und freundlich und kann man in den verschiedensten Kombinationen ja, zusammenstellen. Ja.
Was noch interessant ist, die Yacht gibt es in 3 Kabinen und auch in einer luxuriösen 2 Kabinen-Ausführung. Und was ist dann vorne? Ja, im Prinzip eine große Vorschiffskabine, ja. 8er-Kabine und einen großen Stauraum. Ja. Okay. Man geht damit mit so einem Schiff in dieser Größe auch ein bisschen in das gehobenere Segment, Luxussegment. Ja, aber du merkst auch, also wir merken es auch, es wird, ich meine, auch die Charter geht ja immer mehr in diese Richtung. Ja. Ne? Also so, dass die 6 Leute auf einer 36er sind, das ist einfach... Ist immer weniger, ja. Macht eigentlich kaum noch jemand. Ne? Also was mir echt wahnsinnig gut gefällt, ist dieser Platz. Und dadurch, dass es diese Küchenzeile jetzt nicht in dieser auf diese ganze Seite geht. Einnimmt. Und es reicht ja komplett. Im Gegenteil, ich habe ja eigentlich hier alles, was ich brauche in nächster Nähe, habe ich hier jetzt nochmal richtig Platz, mich da hinzusetzen. Das ist, ja, es ist traditionelle, also es ist eine L-Pantry. Ist mir viel lieber so. Die so im Prinzip... Ja, aber es war immer nur bei den kleinen Schiffen. Ja, meistens, ja. Ja. Aber man hat dadurch... viel mehr Platz davor. Viel mehr Platz, viel man hat ein Platz. Schönes U-Sofa. Ja. Man hat jetzt sogar einen kleinen Navi-Tisch wieder, was selten ist. Stimmt, ist ja komplett weggefallen. Das ist, ne? Ja. Und wenn man den Tisch aufklappt, das kann man dann noch zeigen, findest du normalerweise für 8 Personen locker da im Salon Platz. Auch wenn man so nicht belegen wird, aber man findet locker Platz. Locker. Der Raum ist für das Dorf. Und du hast ja hier normalerweise vorne, ein Dreikabiner, ist ja eigentlich der perfekte Dreikabiner. Ist der perfekte Dreikabiner, ja. Cool. Ja, dann zeigen wir mal hier, oder gucken wir mal da rein. Ja, gehst rein. Die 8er-Kabine. Es gibt auch keine 8er-Kabine in dieser Größe mit diesen Dimensionen. Ist über 2 Meter lang, 1,60 breit. Ja, hat alles wie eine 8er-Kabine auf einem großen Schiff, wie bei einem 45, 46 Fuß Yacht. Das ist echt ganz schön breit, ja. Ja. Das stimmt. Guck ich mir bei dir. Und die ist zweimal? Ist zweimal gleiche Größe? Ja. Ja. Und hier ist die Nasszelle mit extra Dusche. Oh, die schaut cool aus. Stimmt. Und also das mit der extra Dusche finde ich ja persönlich immer schon wichtig. Ne? Perfekt. Platz hast du auch. Ich glaube immer noch nicht, dass wir auf einer 42er sind. Ja, es ist kaum zu glauben. Ja. Es kommt viel größer rüber, das Schiff. Super. Und dann gucke ich mir nochmal hier vorne die an. Ja, und das Vorschiff ist natürlich Platz, ne? Eine Wucht. Ne? Man, jetzt auf der Seite, auf der Steuerbordseite, ist dann, wenn man ordert, die zweite Nasszelle. Aha. Aber es nimmt sie im Bett nichts aus, also auf der schmalsten Stelle ist es trotzdem dann noch 2 Meter lang. Ja, das ist ja Wahnsinn. Hier hast du das ist ja ein Traum. Das wäre meine Kabine. Ja? Ja, für alle, die das Schiff testen wollen, bei uns in Kroatien, Yacht Charter Bitter, wir haben eine in Charter, sogar schon in dieser Saison. Ich glaube, da sind wir einer der wenigen Charterfirmen. Also steht zum Testen da bereit und zum Chartern. Wo genau? In Biograd. In Biograd. Ja. Und cool. Also das wird wahrscheinlich schon so der Charterrenner, kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube auch. Für die 6 Personen, für diese Anzahl ist es meiner Meinung nach. Das ideale Schiff. Sehr, ganz einfach. Sehr schönes Schiff. Ja. Traumhaft. Cool. Ja, vielen Dank, Klaus. Okay, mit. Dann schaue ich mal, wann sie noch frei ist. Bis zum nächsten Jahr, wenn das nächste neue Produkt kommt. Dann bin ich gespannt. Okay, klasse. Gut. Noch eine schöne Messe. Okay. Danke dir auch. Jo, ciao. Servus. So, das war also die Bavaria C42, das brandneue Schiff von Bavaria. Ja, und so ein bisschen im Nachhinein muss ich sagen, man macht sich ja so ein bisschen Gedanken darüber, wie das Schiff jetzt wirklich ist, beziehungsweise was man sich so davon erwarten kann. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Schiff dann wirklich auf dem Wasser ist, was es da für eine Figur macht, weil ich muss sagen, das war schon schlau von Bavaria, das so zu machen. Also normalerweise ist es ja immer diese Schwierigkeit für die Werften, diese beiden Eigenschaften bedienen zu können. Also auf der einen Seite den Komfort zu behalten, aber auf der anderen Seite eben auch die Segeleigenschaften zu verbessern. Und das ist ja eben die Schwierigkeit. Also ich meine, die richtigen Rennziegen, die sind alles andere als komfortabel. Und die richtig komfortablen Yachten, die sind halt sehr träge auf dem Wasser. Und hier habe ich doch so das Gefühl, dass aufgrund dieser Bauweise mit dem Rumpf, ich hoffe, das ist auf dem Video gut rübergekommen, durch diese Kanten eben, die wirklich das Schiff auch breiter machen, ja, dass man dadurch tatsächlich auch
mehr Platz drinnen hat, was eben zugleich auch mehr Komfort ist. Aber eben diese Geschichte ist auch gut für die Segeleigenschaften. Also damit, wenn das funktioniert, dann ist denen wirklich was extrem Gutes gelungen. Also ich kann es selbst kaum erwarten, mal wirklich das Schiff zu segeln. Ich bin mir sicher, da wird es auch bald den einen oder anderen Test geben in den renommierten Yachtmagazinen und Zeitschriften. Da kann man sich mit Sicherheit auch mal schlau drüber machen, wie es segelt. Aber am allerbesten ist es natürlich, ihr segelt selber. Wenn ihr auf dem Schiff mal segeln wollt, dann fragt einfach mal bei uns an. Ihr könnt natürlich die Yacht über uns chartern. Wie der Klaus schon gesagt hat, ist das Schiff bei Pitta Yacht Charter eben schon in der Flotte in Biograd. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch noch bei der einen oder anderen Flotte in nächster Zeit aufgenommen wird. Wir dürfen also gespannt sein. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen, konnte euch ein bisschen einen Eindruck über dieses Schiff geben, ein paar neue Informationen vielleicht vermitteln. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ruft uns natürlich an, beziehungsweise schreibt uns eine E-Mail. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch, wie gesagt, gefallen. Wenn dem so ist, dann klickt gerne mal einfach auf den Like-Button oder hinterlasst uns einen Kommentar. Das freut mich immer wieder, wenn ich da ein bisschen Feedback von euch auch bekomme. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche in alter Frische hier wieder bei uns auf dem Kanal. Danke fürs Zusehen und bis dann.